Meine sehr geehrten Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Desert Nightmare. Ich war ein bisschen dumm. Ich habe nochmal rumgeschaut, habe nichts gefunden und dann habe ich mal in die Komplettlösung geschaut, die Kelvin ja Gott sei Dank in die meisten seiner Spiele mit reinpackt. Ich war doof. Ich hätte hier unten wirklich alles untersuchen sollen. Tada! Hier ist nämlich der Griff für die Bodenplatte. Die Kiste habe ich übersehen. So, wo war die Bodenplatte? Die war. Hat die denn? War die in der Schneiderei? Ja, genau. So, der Griff. Sieht ja einladend aus. Da kommen Stimmen aus dem Raum. Soll ich mal an der Tür lauschen? Aber wenn sie mich dann entdecken. Ich muss einfach ganz vorsichtig sein, dann bemerken sie mich schon nicht. Ja. Bist du dir sicher? Den anderen wird das nicht gefallen. Ich will nicht länger warten. Was sagen wir dann den anderen? Dass wir keine andere Wahl hatten. Hilfst du mir nun dabei? Ja, ich kann es auch kaum erwarten, diese drei Bastarde endlich zu töten. Ich muss hier weg. Auch das noch. Der hat uns bestimmt belauscht. Na und? Der kommt ja sowieso nicht mehr raus. Hilfe! Zwei Gegner? Karte des Kellers. Okay, was kann ich hier tun? Das kann ich überspringen. Ah, eine Falltür. Sehr schön. Unbedingt merken. Komm her. Du verdammte Schlampe, dafür reiß ich dir deine Eingeweide raus. Glaube ich nicht. Jake. Ich hab doch gesagt, dass ich auf dich aufpasse. Woher? Ah, woher hast du die Waffe wahrscheinlich? Habe ich in der Stadt gefunden. Nun sollen die mal kommen. Zur Not knall ich jeden einzelnen Bewohner dieser Stadt ab. Du willst. Eine andere Sprache verstehen die kranken Typen hier ja nicht. In der Werkstatt steht Alans Wagen. Er wollte ihn reparieren. Es fehlt nur noch Benzin. Benzin. Das werden die hier bestimmt irgendwo haben. Ja, denke ich auch. Vielleicht hier im Keller. Schaffst du es, danach alleine zu suchen? Ich will nicht, dass dieser Alan nachher ohne uns wegfährt. Ja, schon. Aber ich glaube nicht, dass Alan mich belogen hat. Ich will trotzdem lieber nachschauen. Na gut, ich. Ich komme schon alleine klar. Glaubst du? Einfach uns alleine lassen. Ist da ein Schalter? Da tut sich nichts. Okay. Tja, ne? Der ist Geschichte. So, Benzin, Benzin. Wie sieht's denn hier in den Fässern aus? Das ist leer. Da ist Wasser drin. Irgendwelcher Krempel. Hier haben wir auch nichts. Leere Kartons, nichts Besonderes. Der Schalter tut. Ein paar alte Sicherungen. Tut der jetzt auch? Nee. Ja gut, das stimmt. Das ist nicht mehr nötig. Ah, das sieht doch gut aus, oder? Jawohl. Benzin. So, der Kanister ist voll. Ich hoffe, Ellen hat den Wagen schon repariert. Ich habe das Benzin gefunden. Ist Ellen nicht hier? Nein, habe ihn nicht gesehen. Der Wagen.
Hat er ihn repariert? Jo, aber die Schlüssel fehlen. Dann können wir immer noch nicht weg. Ach, der Typ wird schon wieder auftauchen, der will hier doch auch weg. Aber was ist, wenn die Leute ihn erwischt haben? Dann hole ich mir den Schlüssel eben von denen. Ich will jetzt erstmal das Benzin in den Wagen, dann sehen wir weiter. Hast du eigentlich mal in den Keller geschaut? Dort ist eines von diesen Monstern. Ich habe es eingesperrt. Echt? Das schaue ich mir mal an. Hey, ich dachte, das Ding ist eingesperrt. Ja, schon gut. Ich komme. Was für ein hässliches Ding. Denkst du, das ist ein Mensch? Diese Missgeburt da? Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich habe in dem einen Haus ein vergittertes Kinderbett gesehen. Kann ich mir trotzdem nicht vorstellen. Ist eigentlich auch egal. Was es auch ist, es wollte mich töten. Deswegen werde ich dieses Mistding auch abknallen. Jack, was machst? Jetzt suchen wir nach diesem Alan, okay? Ja, ist gut. Ich gehe nochmal in den Keller, vielleicht ist er dort. Ich schaue mich in der Stadt um. Warum sollte jetzt Alan in dem Keller sein? Das macht nicht viel Sinn. Der wäre euch ja irgendwie entgegengekommen. Aber ich denke mal, in dem Keller sich nochmal umzuschauen, ist trotzdem klug. Weil sicher habe ich da noch nicht alle Gegenstände mitgenommen, die man finden kann. Sag ich doch. Futter! Sieht aber auch verdächtig aus hier. Sieht verdächtig nach Kampf aus. Zahlenschloss, 4 Mondsymbole. Ja, da werde ich noch einen Hinweis brauchen. Das sieht gefährlich aus. Im Kasten sind Schalter für die Stromregulierung. Okay. Ah, okay, ich verstehe. Glaube ich. Das war jetzt Glück. Das war jetzt einfach nur wild rumgetippt. Riesige Ratten. Ob die genauso aggressiv sind wie die anderen Monster? Nachher fallen sie mich an, wenn sie mich bemerken. Aber sie schlafen gerade. Vielleicht komme ich an ihnen irgendwie vorbei. Nein. Na, supi. Ich habe noch nicht gespeichert. Ah, abfuck. Ich melde mich, wenn ich es wieder gemacht habe. So, da sind wir wieder. Und diesmal speichere ich direkt. Und diesmal musste übrigens der andere Typ dran glauben. Gut. Also, wir sind hier runtergegangen. Hier haben wir Futter. Das Futter wird auch für die Ratten sein. Aber ich bezweifle ganz stark, dass das Futter alleine hilft. Also da unten sind die Ratten. Da gehen wir nicht entlang. Es gibt ja noch den Gang nach rechts. Da weiß ich aber nicht, ob der zu ist. Rattengift. Das war nämlich so klar. Was bringt mir denn Futter allein? Klar, Ratten vielleicht irgendwie ablenken, aber ich glaube, hier geht es eher darum, die permanent verschwinden zu lassen. Ach, jetzt geht das wieder los. So, das war irgendwie... Tada! Wildes Rumgehämmer hilft immer. So. Also, ich bewege mich nicht von der Stelle.
Du hast das Futter vergiftet. Sehr schön. So muss das. Kalender. Genau das haben wir gebraucht. Was Besonderes. Leere Zettel. Abgeschlossen. Notiz. Kalender. Von der Reihenfolge her war es, glaube ich, der Vollmond zuerst. Also 11, 3... 11, 3, 17, 25. Mal gucken. Ja. 11, 3, 17, 25. Ja, sehr schön. Was ist das für ein Ort? Der ganze Boden ist voller Blut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Alan hier ist. Wenn aber nun doch. Ich kann nicht einfach weggehen. Vielleicht kann ich etwas im Raum erkennen. Mein Gott! Ach, scheiße. Da war noch einer. Noch einer dieser Irren. Wo bin ich? Ich bin gefesselt. Oh! Das ist Stacheldraht. Was haben die mit mir vor? Wollen die mit mir das Gleiche machen wie mit dieser Frau? Nein, das darf nicht passieren. Jack, bitte hilf mir doch. Bitte lassen Sie mich doch gehen. Ich habe niemandem etwas getan. Wenn sie mich gehen lassen, dann erzähle ich auch niemandem, was in der Stadt passiert ist. Mitkommen. Bitte, Sie dürfen... Mitkommen! Ich war eben im Polizeirevier. Matt hat es auch erwischt. Wir dürfen nicht länger warten. Töten wir diesen Bastard. Ja, ich bin auch dafür. Er treibt sich bei der Werkstatt herum. Worauf warten wir dann noch? Bitte, lassen Sie mich doch gehen. Du musst bestraft werden. Aber warum denn? Was habe ich getan? Hol du die andere. Ich nehme die schon mal mit. Was haben sie mit mir vor? Sie dürfen mir nichts tun. Halt endlich deine Fresse, sonst schneide ich dir deine Zunge ab. Ich muss hier raus, sonst... Die Zange. Das könnte gehen. Nicht schlecht. Jetzt nur noch hier rauskommen. Blutverschmierte Werkzeuge.
Nicht abgeschlossen. Was für Amateure. Lol. Da sind Stachelfallen am Boden. Miese Wichser. Achso, ja, jetzt sehe ich das auch. Oh Gott. So blind. Ellen? Bist du da drin, Ellen? Sandra? Ja, ich bin's. Jed. Jed, ist dir gut? Ja, aber ich bin gefesselt. Sie haben mich erwischt, als ich dich holen wollte. Diese Leute, sie sind wirklich verrückt. In diesem Raum ist alles voller Leichenteile. Ich werde mich nach einem Schlüssel für die Tür umsehen. Danke. Ja, wenn das so einfach wäre. Kisten sind fest verschlossen. Was haben wir hier? Rucksack. Nichts Besonderes. Ich habe mich gar nicht erschreckt, also. Eieiei. Das sieht jetzt auch nicht lecker aus. Ich will gar nicht wissen, was dort aufgespießt ist. Skizze. Ah. Bikes. Wie ich da durchkomme. Hier. An der Kiste ist ein Zahlenschloss. Über dem Schloss ist ein Zettel befestigt. Was? A, C, F, Y, U, W. 1, 2, 3, 4, 5, 6. What? What? Das ist natürlich abgeschlossen. So, jetzt wäre ich fast wieder reingerannt. Also, die Skizze. 2, 3, 3. Oh, da war noch ein Schalter. Da ist etwas eingerastet. 2, 3, 3. Rüber. Okay, die ist abgeschlossen. Hat das jetzt gebracht? Hier anscheinend noch gar nichts. Ich glaube, die dritte Tür könnte ich vielleicht jetzt öffnen. Das habe ich gar nicht probiert. 2. Aus dem Raum kommen Geräusche. In den Raum gehen, in den Raum reinschauen. Oh Gott. Sie haben die Frau getötet. Wieso tun die das? Wieso? Das Gute ist, wenn der Hebel jetzt das bewirkt, was ich denke, kommen die da nicht mehr raus. Was sehr wichtig ist. Im Buch steckt ein Zettel, auf dem Symbole eingezeichnet sind. Sind wieder Indianersymbole. Das ist eine Art Altar. Dort ist eine runde Vertiefung. Zettel mit 6 Ecken. Oh, ja, bitte. Okay, das werde ich nachher brauchen. Okay, da geht es nicht durch, dann werde ich das jetzt brauchen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, so. Auch mal speichern. Das
Das ist das Monster, was Jake getötet hat. Also. Wir haben A, C, F, Y, U, W. A, C, F, Y, U, W. So, haben wir hier schon mal 1, 3, 6. Eins, drei, sechs, zwei, sechs, vier. Eins, drei, sechs, zwei, sechs, vier müsste es sein. Sechs, zwei, sechs, vier. Ja! Medaillon! Da ist... Hier ist ein Gitter am Boden. Das könnte jetzt schief gehen. Dort sind vier Räder, mit denen man Zahlen einstellen kann. Ich habe ein seltsames Gefühl dabei. Besser, ich bin ganz vorsichtig, was ich da einstelle. Wahrscheinlich wie oft die vorkommen. Könnte ich mir vorstellen. Das war hier. Okay. Also. Warte mal, wir haben vier Räder. Das sind aber fünf Symbole. Welche Symbole kommen vor? Das Tier, die Berge, der Pfeil, die Raute. Okay, davon haben wir 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 6. 5. 2. Ne, 5, 3, 2, 6. Fünf, drei, zwei, sechs. Wie bestätige ich? Fünf, drei, zwei, sechs. Hat gepasst. Roter Schlüssel. Leider keine Infos. Immer noch, was eigentlich mit den Leuten hier los ist. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ellen, ich habe einen Schlüssel gefunden. Ich danke dir. Ohne deine Hilfe. Schon okay. Lass uns einfach hier verschwinden. Und am besten alles so schnell wie möglich vergessen. Ich krieg den Stacheldraht nicht alleine ab. Kannst du mir helfen? Ja, mach ich. Ich hab schon Benzin in den Wagen gefüllt. Hoffentlich ist Jake schon wieder in der Werkstatt. Was? Dieser Jake weiß vom Wagen? Ja, wieso? Ich traue dem nicht. Nachher fährt er ohne uns weg. Oh oh. Aber... Er hat doch nicht den Wagenschlüssel. Jetzt hat er mich einfach zurückgelassen. Oh je. Oh, Männer. Ach, komm schon. Natürlich klemmt jetzt die Tür. Komm her. Komm.
Tja, hättest du dich mal nicht mit mir angelegt, du Mistvieh. Komm. Na komm. Tja. Ich hab keine Angst mehr vor euch. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du Idiot sie einfach zurückgelassen hast. Ich... Da bist du ja. Ist alles okay mit dir? Ja, ich bin okay. Tut mir leid, dass ich einfach so weggelaufen bin. Ich weiß auch nicht, was da in mich gefahren ist. Ich kann dich schon verstehen. Bei dem, was da im Keller passiert ist, kann man an nichts anderes als weglaufen denken. Vergessen wir das am besten alles und hauen ab. Ja, falls ich das jemals kann. Bringt doch nichts, darüber nachzudenken. Sollen sich die Bullen später um diesen ganzen Scheiß hier kümmern. Er hat recht. Hauptsache, wir kommen hier lebendig raus. Ihr habt recht. Läuft der Wagen denn wirklich? Ja, keine Angst. Lass uns endlich los, bevor diese kranken Typen auftauchen. Wo sind die eigentlich? Als ich nach Ellen gesucht habe, sind sie mir über den Weg gelaufen. Hab einen von denen erwischt, da sind sie erstmal abgehauen. Wir haben bestimmt irgendwo noch andere Schusswaffen. Ja, schon gut. Bevor sie die geholt haben, sind wir schon weg. Also los geht's. Haben wir es endlich geschafft? Was hast du gemacht? Gar nichts, das ist nicht meine Schuld. Aber es war doch genug Benzin da, oder? Du kannst nichts dafür, Sandra. Die Tankfüllung reichte. Vielleicht kann dieser Idiot einfach nur kein Auto fahren. Wenn du dich damit so gut auskennst, kannst du ja gerne weiterfahren. Wäre auch besser. Es liegt nicht am Wagen. Sie wollen uns nicht gehen lassen. Sandra, wie soll so etwas möglich sein? Die Monster in der Stadt kann ich mir wirklich nicht erklären. Genauso wenig, warum die Bewohner wahnsinnig geworden sind. Doch selbst für das gibt es bestimmt eine wissenschaftliche Erklärung. Aber übernatürliche Kräfte? Sowas ist unmöglich. Toll gemacht, Idiot. Soll ich sie belügen? Da hinten brennt ein kleines Licht. Sie hat recht. So weit draußen steht bestimmt kein Haus von Dusty Creek. Wir können ja nachsehen, was da ist. Aber was ist, wenn die Leute dort genauso sind wie in der Stadt? Ich glaube nicht, dass die ganze Welt durchgedreht ist. Irgendwo finden wir schon noch normale Menschen. Außerdem bringt uns der Wagen ja sowieso nichts mehr. Was haben wir schon zu verlieren? Unser Leben. Du kannst ja hierbleiben, wenn du willst. Was ist mit dir, Sandra? Ich komme mit. Die Leute werden uns vielleicht hinterherfahren. Ja, sehe ich auch so. Wie ihr wollt, dann gehen wir eben zu diesem Licht. Ein Zelt. Ein Indianerzelt. Sieht ganz danach aus. Der alte Indianer aus der Stadt. Der war auch bei dir? Ja, er hat diese Symbole an unsere Türen gezeichnet und mir einen Traumfänger gegeben. Anscheinend nicht nur dir. Mir hat er auch so ein komisches Teil gebracht. Mir auch, obwohl ich an so etwas nicht glaube. Ist doch egal, an was du glaubst. Das Teil hat uns trotzdem vor diesen Spinnern beschützt. Glaubt ihr, wir können diesem Indianer trauen? Ja, ich denke schon. Ohne ihn wären wir vielleicht schon längst tot. Gehen wir rein. Zur Not habe ich ja immer noch den Revolver. Hey, alter Mann. So sieht man sich wieder. Du hast uns ja schon in der Stadt geholfen. Wie wäre es, wenn du uns jetzt nochmal hilfst? Wir kommen hier nämlich nicht weg. Gibt es irgendwo in der Nähe ein Telefon? Die Telefonleitungen nach Dusty Creek sind schon lange tot. So ein Scheiß. Da müssen wir irgendwo einen anderen Wagen auftreiben. Sie wissen, was dort in Dusty Creek passiert, oder? Können wir der Stadt überhaupt entkommen? Manchmal, wenn man einen Albtraum nicht entkommen kann, dann muss man sich ihm stellen. Kannst du mal Klartext reden? Ich kann euch nichts darüber erzählen, was in Dusty Creek passiert ist. Es ist in unserem Stamm ein Tabu, über die Stadt zu sprechen.
Aber ich kann euch helfen, der Stadt zu entkommen. Und wie? Es gibt in der Nähe eine alte Minensiedlung. Dort könnt ihr dem Albtraum ein Ende setzen. Eine alte Minensiedlung? Ich dachte, die einzige Stadt in der Gegend ist Dusty Creek. Die Minensiedlung ist kaum jemandem bekannt. Ich werde euch dorthin führen. Meinetwegen. Besser als darauf zu warten, dass uns die Typen aus Dusty Creek finden. Oder was denkt ihr? Ich verstehe zwar nicht, wie uns das weiterhelfen soll, aber egal. Ich möchte hier einfach nur weg. Dann lasst uns aufbrechen. Sieht hier ja ganz nett aus, aber wolltest du uns nicht zu einer Minensiedlung bringen? Ihr müsst bis morgen warten, bevor ihr zur Minensiedlung gehen könnt. In diesem Haus seid ihr sicher. Gehört dieses Haus noch zu Dusty Creek? Nein. Im Winter halten sich hier Biologen auf, um das Pflanzenwachstum der Wüste zu studieren. Ist doch egal, wo dieses Haus liegt. Was ist nur mit dieser Minensiedlung? Sie liegt ganz in der Nähe, aber ihr könnt sie erst morgen betreten. Und wieso? Ich möchte eigentlich versuchen, ein wenig zu schlafen, Jake. Ja, ich auch. Wie ihr wollt. In diesem Beutel ist ein Pulver, das du in die Flammen des Schreins streuen musst, der sich in der alten Mine befindet. Beutel mit Pulver erhalten. Und dann können wir endlich gehen? Ja, dann wird alles vorbei sein. Danke. Das ist doch absurd. Jetzt fang nicht schon wieder mit diesem Wissenschaftsscheiß an. Der alte Mann weiß wenigstens, was abgeht und wie wir hier lebendig rauskommen. Im Gegensatz zu dir. Ach ja? Was ist, wenn er mit den Leuten aus Dusty Creek zusammenarbeitet? Das glaube ich nicht. Jo, sehe ich auch so. Er hätte uns diese Traumteile ja gar nicht erst geben müssen. Vielleicht wären wir ohne die schon lange tot. Und diese Pfeile an den Türen haben uns vor den Typen beschützt. Trotzdem. Ich kann nicht glauben, dass uns dieses Pulver helfen soll, hier wegzukommen. Werden wir ja morgen sehen. Ich lege mich jetzt erstmal hin. Ja, ich bin auch ziemlich müde. Na gut. Der nächste Albtraum. Ellen tot. Und die haben Spaß. Ich habe etwas zum Anziehen gefunden. Dann können wir ja endlich los. Viel länger halte ich dieses Warten auch nicht mehr aus. Ein Sandsturm? Sieht ganz danach aus. Ich habe noch nie gehört, dass es in der kalifornischen Wüste solche starken Sandstürme gibt. Du kapierst das echt nicht, oder? Naja, was soll's. Was ist das? Das muss die Sonnenfinsternis sein. Ach ja, die hatte ich schon ganz vergessen. Meine Eltern wollten die sich zusammen mit unserem Onkel ansehen. Und wie lange hält diese Sonnenfinsternis an? Nur ein paar Minuten. Das ist dann wohl die Minensiedlung. Und auf dem Schild steht eindeutig Dusty Creek. Es gibt noch ein Dusty Creek? Das muss das erste Dusty Creek sein. Vielleicht haben die Bewohner es aufgegeben, als die Mine erschöpft gewesen ist. Dieser Sandsturm, sollte er diese Stadt beschützen? Kann schon sein. Deswegen meinte der alte Mann wohl auch, dass wir erst heute dorthin gehen können. Eigentlich möchte ich da gar nicht hingehen. Wir haben keine andere Wahl. Du hast den alten Mann doch gehört. Mach dir keine Sorgen, ich passe schon auf dich auf. Also, gehen wir? Okay. Diese Siedlung muss doch bestimmt schon seit 100 Jahren leer stehen. Ja, das glaube ich auch. Deswegen verstehe ich nicht, wieso uns der alte Indianer hierher geschickt hat. Du gehst mir langsam echt auf die Nerven. Tut mir ja leid, aber ich bin eben nicht so naiv wie du. Willst du dich mit mir anlegen? Was soll das denn? Hört sofort auf damit! Ich lass mich von dir nicht länger herumschubsen. Ach ja, was willst du Schwächling denn dagegen tun? Jake! Ellen! Habt ihr euch verletzt? Bitte antwortet! Nein, sie werden doch nicht...
Der Sandsturm. Er ist wieder da. Ob die Bewohner von Dusty Creek schon wissen, dass wir hier sind? Wir können ihnen doch gar nicht entkommen. Nein, ich muss mich jetzt zusammenreißen. Der alte Indianer hat etwas von einem Schrein in der Mine erzählt. Und da werden wir auch hingehen. In der nächsten und vielleicht sogar letzten Episode von Desert Nightmare. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Daniel. Adios.